Servus Leute, ja, ihr seid ja, wie ihr wisst, auf der Plattform, auf der Videoplattform YouTube unterwegs, sonst würde mich hier nicht sehen. Und ja, viele, denke ich, da draußen interessieren sich auch natürlich für dieses Medium und was wir hier treiben. Ich mache BookTube. Aber ja, da draußen gibt es noch viele andere Creator, die eben Comedy und Beauty, Lifestyle, Tutorials aller Arten machen. Die Plattform YouTube ist so extrem breit und es gibt hier die unterschiedlichsten Sparten. Ja. Aber wenn ich jetzt noch nicht so genau weiß, was will ich machen, oder ich weiß es schon, aber wie mache ich das? Dazu hat der liebe Phil, Philipp Beetz, ein Buch geschrieben. Und zwar What's Up von Mr. Trashpack. Ich meine, wenn ihr hier auf YouTube schon ein bisschen länger unterwegs wart, dann seid ihr bestimmt schon mal auf Mr. Trashpack gestoßen. Der ist mittlerweile im YouTube-Business in Deutschland ein echt alter Hase. Der hat schon vor richtig lang, ich glaube 9 Jahre oder irgendwie so, auf YouTube angefangen und macht jetzt mittlerweile auch schon seit bestimmt 6 Jahren oder so WhatsApp oder noch länger, keine Ahnung, seine Sendung. Es ist schon wieder Montag, hier ist der Flashback YouTube News mit Mr. Trashpack. Yo, das Buch, das Phil hier geschrieben hat, das ist im Löwe Verlag erschienen und kostet 9,95 €. Und das beinhaltet so gut wie alle Basic Tricks und Wissen, was zu tun ist, wenn ich einen YouTube-Channel starten möchte. Da stehen drin Tipps und Tricks über YouTube Basics, YouTuber, die man gesehen haben muss, wie man Formate entwickelt, Kamera, Ton, Licht und Co., die richtige Location finden, Social Media, was ist das und was, wie mache ich das hier, damit mein Kanal gesehen wird. Ja, neues Lernen, Erfahrungen sammeln und teilen. Ja, wie man mit YouTube Geld verdient, denn mit YouTube kann man Geld verdienen. Ich allerdings nicht. wie präsentiere ich mich selbst? Netzwerke und dann und Alternativen. Tja, das alles wirst du hier in dem Buch finden. Ist wirklich so ein Universal Buch, das hier so alles Mögliche abdeckt rund um das Thema YouTube, und ich finde es echt cool gemacht, die einzelnen Abschnitte, die hier auch mit viel Bildern begleitet werden. Es sind richtig coole Sachen dabei. Ja, hier zum Beispiel die Creative Forge in München. Das ist von der Bavaria Film. Da können Creator, YouTube Creator, die mehr als, glaube ich, 500 Abonnenten haben, können da das Equipment und die Studios von den Bavaria Filmstudios nutzen. Ja,
auch sind wir von Tube Munich hier mal erwähnt. Da bin ich des Öfteren zugange in München im Kaffee-Netzwerk. Da treffen sich die bayerischen oder sagen wir mal Münchner YouTuber und das bayerische Umland. Und ich komme halt aus dem bayerischen Umland und habe da einige Freunde und oft eine ganz gute Zeit. Da finden auch immer mal wieder Zuschauertreffen statt. Eben Phil, der war da auch erst vor kurzem mal wieder da und halten dann Gastvorträge über YouTube und wie man eben seinen Kanal verbessert, was man da alles so machen kann und wie man sich am besten vernetzt, wie man mit anderen Leuten eben was macht. Und das ganze Thema YouTube, das ist eben so komplex, dass es der Phil mal aufgeschrieben hat und mal gesammelt hat. Und das ist so ein richtig cooler Leitfaden für YouTube-Anfänger, die anfangen wollen mit YouTube. Da könnt ihr nachlesen, was braucht ihr alles so, um überhaupt mal mit YouTube anfangen zu können. Von dem Kanal an sich, wie mache ich das und was brauche ich für ein Equipment und so weiter und so fort. Und weiter über schon Leute, die das schon so hobbymäßig halb professionell machen, da sind auch genügend Tipps drin dabei und selbst für die Videoprofis, also das ist so ein richtig cooler Rundumschlag über eben dieses Thema. Absolut empfehlenswert für jemanden, der mit YouTube auf jeden Fall mal anfangen will und überhaupt mal auch selbst für Leute interessant, die überhaupt mal wissen wollen, um was dreht sich's denn da eigentlich bei YouTube und was machen eigentlich hier so die Creator, die Videoproduzenten. Es ist so ein kleiner Blick auch hinter die Kulissen natürlich. Ich kann es absolut empfehlen. Lest es mal, falls euch das Thema interessiert. Es ist kein Roman, es ist wirklich cool und überraschend gut geschriebenes Buch. Kann man nicht mehr drüber sagen eigentlich, ja. Es hat Hand und Fuß und ist eben kein so, ich schreibe jetzt mal ein Buch, weil ich ein Buch schreiben wollte, Buch. So, oder jeder YouTuber muss auch mal ein Buch machen. Nee, das ist es eben nicht und deswegen bin ich da auch überzeugt, dass ihr euch das ruhig mal anschauen könnt. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.